Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich hab gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Nork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Da habe ich wohl einiges zu tun. Und damit herzlich willkommen zu Spyro the Dragon aus der Reignited Trilogy auf der PlayStation 4. Ja, ich hau, hi. Ich weiß nicht, ob irgendwer damit gerechnet hätte, dass ich jemals so ein Spiel spielen würde. Und ich hätte es ehrlich gesagt auch selbst nicht geglaubt vor einigen Monaten, als Spyro angekündigt wurde, dass ich das jemals spielen werde. Und bei der PlayStation meint, sie muss jetzt auf einen Start eines Flugzeugs machen. Hör auf damit. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ich habe kein Geld, um mir eine neue zu kaufen. Das hat sie letztes Mal auch schon getan. Ich weiß nicht, was mit ihr abgeht, aber gut. Jedenfalls, ja, Spyro kam ja vor einigen Wochen bereits schon raus und ich musste wie ein kleines Kind darauf warten, dass mir der Nikolaus Geld schenkt, damit ich mir Spyro leisten kann. Und ich muss sagen, ich habe die ersten drei Level angespielt und ich finde dieses Spiel mega cool, auch wenn ich mich noch sehr anstelle. Oh mein Gott, ich finde das so süß. Und ja, unser Ziel ist es hier einfach, die Drachen zu befreien, also zumindest im ersten Teil. In den anderen zwei Teilen weiß ich das nicht, weil ich noch nie eine PS1 besessen hatte und somit auch nie die Gelegenheit hatte, Spyro 1 bis 3 zu spielen oder irgendwelche anderen PlayStation 1 Spiele. Jedenfalls, ja, werde ich das jetzt alles nachholen und ich würde sagen, wir rammeln auch gleich, das hört sich falsch an, wir rempeln einfach den ersten Drachen an, den Nestor. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh, ich finde das so cool, dass die auch noch Deutsch reden. Ich finde das cool. Und ich finde das alles so richtig total schön. Klar, ich kenne das Nostalgiefaktor nicht, den sehr viele haben. Wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat ja voll den Hardcore-Nostalgiefaktor, weil die hat ja auch die PlayStation 1-Spiele gespielt. Ich habe den leider nicht, aber mich flasht dieses Spiel trotzdem so sehr. Ich meine, wie schön das alles ist. Und ich mag vor allem diesen Unreal Engine, glaube ich, ist das Grafikstil sehr, sehr gerne. Was ich vorher noch sagen wollte noch, ist, dass ich die ersten drei Level angespielt habe, weil ich es eben mit zu Nikolaus geholt habe. Oh, da ist noch ein Drachi. Und Ich war geflasht. Ich fand das so richtig schön. Und ich werde das nebenbei mit Karte spielen, weil sonst weiß ich nicht mehr, wo ich hingelaufen bin, weil im Spiel, vor allem mir ist hier aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Orientierungssinn habe. Aber ich finde das so schön. Hallo, Thomas. Hey, Spyro. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach, das. So, oh, scheiße. Da war ja noch was. Ich glaube, ich kann nicht anrammeln, ne?
Ich sag immer anrammeln, anrempeln. Gott, Entschuldigung. Oh mein Gott. Okay, dass die Kamera so schnell links, das finde ich jetzt nicht so cool, aber... Gott, ich kann das nicht. Mein Gott. Macht euch auf spannende... Oh, das ist ein Edelstein. Fails. Bereit? Hallo? Hallo? Och, kann ich dich auch anzünden? Bleib stehen, ich krieg dich noch. Wie oft muss ich denn noch anrempeln? Bleib stehen. Der macht doch keine Klinge. So. Gut. Macht euch bereit für ganz, ganz viele Tode und ganz viele lustige Szenen, weil, wie gesagt, ich... Oh, diese Kamera. Ich bin nicht so gut darin. Das ist übrigens speichern, wenn ihr das macht. Das habe ich schon herausgefunden. Also man muss in dem Spiel nicht selbst speichern. Das finde ich ja cool. Gut, dann machen wir es. Nächstes, das sollte eigentlich springen. Warum rennst du jetzt eigentlich weg? Hallo? Oh mein Gott, meine Katze hat in meinen Controller hineingebissen. Jetzt geht das Ding runter. Na, finde ich toll. Eigentlich nicht. Das würde ich jetzt richtig kacke am Spielen. Also vom Analog. Stick, da. Dieser Überzug. Ich glaube, da dürfte ich mir. Darf ich mir neue kaufen? Ich habe aber kein Geld. So. Gut, dann nehme ich als nächstes den in Anspruch. Achso, ich muss ihn ja öfters an. Warum kann ich den besser rampeln? Okay, weil der jetzt nicht im Kreis rennt, ne? Und diese Libelle, ich weiß nicht, ob wir den Namen schon haben, ich glaube nicht. Ich bin schon besser im Treffen. Ich bin schon viel besser. Kann ich das anzünden? Ich bin schon um einiges besser im Niederrempeln, als ich es angespielt habe. Da ist übrigens ein Leben drin, ne? Finde ich cool. Ich möchte ganz, ganz viele Leben haben. Ganz, ganz viele. In das Level möchte ich noch nie reingehen. Also wie gesagt, ich habe auch schon 3 Level abgeschlossen, aber ich habe hier einen neuen Spielstand begonnen. Also von die her. Die hatte ich noch nicht. Voll dann... Neben. Hi. Ach, da hinten. Ich hab dich! Kannst du ihn nicht vor mir verstecken? Das geht nicht. Da hinten ist noch ein Juwel. Tut mir leid, dass ich gerade zu kreuz und quer renne. Ich finde es so schön, kann ich das niederbrennen. Ich finde es auch cool, dass das Gras halt so verkokelt. Das ist richtig cool. Gut, dann nehme ich halt mal den Drachen mit. Den Delbin. Wo ist Nasty Nog? Ich mache ihn fertig. Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Ich soll meine Libelle im Auge behalten. Okay. Gut. Und da, wenn wir da herumspringen, schalten wir ein Fluglevel frei. Das weiß ich auch schon, das habe ich ausprobiert, aber davor bin ich halt in dieses... Ding hineingesprochen, was aussieht wie Wasser, aber mir gesagt worden ist, es ist kein Wasser. Was ich irgendwie nicht verstehe, aber gut. Und vielleicht kriege ich das jetzt besser hin als letztes Mal? Nein. Okay, ich bin dann glaube ich auch 10 Minuten herum. Och man, Spyro. Komm schon. Leg da rauf. Komm, du schaffst es. Sei ein braver Drachi. Und dafür bekommt man Fähigkeitspunkte, von denen ich keine Ahnung habe, was man mit denen machen kann. Und hier sehen wir, was wir halt schon alles gesammelt haben. Und hier die Fähigkeitspunkte. Und da sieht man die ganzen Level, mit denen ich sowieso nichts anfangen kann. Gut, dann ist hier hinten noch was, das weiß ich. Zack, zack. Erstmal voll vorbeigeflogen. So. Und hier ist noch ein Drachi. Den Argus. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Ich hab
alle Drachen gefunden. Jetzt habe ich Bock auf Melone. Weil er eine Wassermelone in der Hand hält. Toll. Was ist das eigentlich? Gut. So, und irgendwo war ich jetzt noch nicht, weil mir fehlen noch Steinchen. Ich glaube hier, ne? Hier. Ist nichts, okay. Wo fehlt mir denn jetzt noch was? Ah, ich weiß schon. Da. Au. Ich versuche, so gut wie in jedem Level alle Drachis zu fangen und alle Kristalle oder Juwelen oder was das sind einzusammeln. Wir haben jetzt noch was. Jetzt muss ich wieder rüber, runter. Vielleicht kann man da rüberfliegen, aber ich habe es letztes Mal nicht geschafft. Wie gesagt, die ersten Level weiß ich noch ungefähr, wie die gehen. Oh. So, und da müssen jetzt noch drei drin. Nein, das sind doch nur zwei. Hä, wo habe ich denn einen Kristall vergessen? Hä? Da oder was? Wo denn? Hä? Bist du blöd? Was? Wo denn? Ja, hä? Hä? Verstehe ich nicht. Och Mann, ich habe irgendwo eine vergessen. Ich glaube, die roten waren nur eine. Eins, ne? Mühe. Au. Sagst du mir oder bist du unten? Nein, kein Bock. Oh Gott, kein Bock. Oder hier irgendwo. Ja, da, guck mal. Jetzt haben wir 100%. Wir haben das 100% vom Level abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich in das erste Level, nämlich in Steinhügel. Das klingt, glaube ich, gut. Ach, ich finde das so schön. Und man kann hier das machen, das habe ich auch rausgefunden, so. Aber ich glaube nicht, dass das sehr viel bringt. Aber ich finde das mega cool. Also mir macht das Spiel richtig viel Spaß, auch wenn ich mich ein bisschen anstellen werde. Das weiß ich jetzt schon, also in den zukünftigen Leveln. Ich meine, wie gesagt, die ersten drei Level kenne ich, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Aber es hat sehr lange Ladezeiten. Und im Fluglevel. So, dich ramme ich nieder. Da hinten habe ich was vergessen. Wow. So. Oh. Willst du mich niederrammen? Ich glaube nicht. Okay, ich dachte nicht, dass ich mich so schnell einspielen werde. Jetzt ramme ich dich nieder. Geh doch mal weg hier. Oh, ich habe die Schatzkammer, glaube ich, gefunden. So. Und diese Eisenkisten kann man nur so kaputt. Wow. Wow. Ich, oh Mann, ich tritt. Das sollte ich. Danke. Ich meine, die anderen kann ich niederbrennen. Ich glaube, das sind so Holzkisten, wenn. Ganz viele. Und dann haben wir hier den Dindar. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Ich finde das Drachen mega cool designt. Ich finde das, ich finde das halt mega cool, dass die halt immer so, dass die halt sprechen können. Dass die halt einfach einen Text haben. Ich finde das so cool. War ich jetzt hier schon drinnen? Nee, aber hier glaube ich war auch einer. Oder ist das Ende schon vom Level? Das Leben. Da ist schon das Ende vom Level. So. Oh, ich habe das Leben nicht mitgenommen. Das
Ich glaube, da kann ich runterspringen, ne? Ja. Da ist ein Schlüssel und... Ich kann leider nicht die da... Kann ich die öffnen, wenn ich die öfters anbrenne? Nee, okay. Hat ja auch sein können, wenn ich sie öfters anbrenne, dass das Metall schmilzt und dann... Aber ich glaube nicht, dass ein Drache so krass... Was wollte ich jetzt sagen? So eine enorme Hitze erzeugen kann mit dem Feuer, das Metall entfernt zu schmelzen. So. Und ich habe schon die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Dann gehen wir mal hier lang. So. Okay, never mind. Hier waren wir schon. Dann gehe ich mal hier rein. Hui! Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Okay, ich wusste das schon. Ab dem Level Altstadt weiß ich dann natürlich nicht mehr, was ich tun muss. So. Weil da habe ich aufgehört zu spielen. Jetzt habe ich gelesen, wie du heißt, Gavin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Erstens hat der voll die geile Kaffee-Overdosis wahrscheinlich, weil der einfach ihn... Oder er trinkt Tee. Aber ich denke mal, ja, Kaffee. Und hatte der Plaks in den Ohren drinnen. Schon cool. So. Weiß schon wieder nicht, wo ich war. Da war ich... Nein, hier... Oh gut, habe ich hier was verloren? Ich muss hier sowieso zurück zu dem Levelende, ne? Und den Zauberer. Ui. Gut. Den glaube ich mehrere Zauberer. Ah, hallo. Auf den Kopf gehauen. Ich glaube nicht, dass du mich jetzt hier... Und du gehst auch rein. Uiuiui. Gut. Das Ziel ist ein bisschen schwer. So. Aber es wird schon besser. Also je länger ich das spiele, desto besser werde ich. So. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren, weil ich jetzt einfach irgendwie gelaufen bin. Gut. Ich schau mal noch hier, ob hier noch irgendwo etwas liegt. Ich nehme mal an, hier wird was liegen, ja? Sonst hier Ränder ablaufen. Ich glaube, hier wird nichts mehr sein. Okay, dann können wir jetzt getrost raufgehen. Ich habe vorhin Schafe getötet. Das tut mir leid. Aber Sparks hatte Hunger. Oh, hi. Gilt das? Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Wie cool, der hat einen britischen Akzent. Gut, von wo ist es besser zu fliegen? Von da nehme ich mal. Und da. Gut. So. Ganz entspannt hier langlaufen. Ich finde das so schön. Wenn ich da runterfalle, ich nehme mal an, dass ich da runterfallen kann. So schön. Guck mal, da ist so ein Dude. Müssen wir verfolgen. Verdammt! So. Gut. Und dann haben wir ein Ei bekommen. Und wir können bei diesem Kristall nicht vorbeigehen, weil wir kriegen einfach einen Schlag ins Gesicht. Auch wenn ich das voll gerne tue. Aber gut, das Spiel möchte nicht, dass wir das tun. So. Okay, wir sind von hier gekommen, ne? Ich
Ich werde jetzt ein bisschen ganz schnell durchlaufen, damit wir die Sachen... Ich weiß kein Kristall drauf. Das sind Schafis wieder. Da sind ein paar Kristalle. Ich bilde mir auch ein, dass hier irgendwo meine Schatztruhe war. Aber das kann ich mir natürlich auch... Oh, da war was. Kann ich mir natürlich auch nur einbilden. Gut. Und bei dem Schloss, da guck mal, da oben ist noch was. Noch irgendwo was. Ich bilde mir ein, dass hier mal eine Schatztruhe war, aber kann auch sein, dass ich mich irre. So. Gut, aber ich weiß, dass hier was war. La la la, la 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 la. Ich finde das so schön. Mir fehlen noch 10 Stück. Das finde ich jetzt nicht so pralle. So. So. Hier muss. Sparks? Da. Oh! Sind hier mehrere Sachen? Wie habe ich das denn übersehen? Gut. Ja, hä? Zeig's mir! Wo ist denn was, Sparks? Ah, guck mal. Oh! Perfekt, wir haben alles. Gut, dann können wir ja den letzten Drachen holen gehen. War das da? Nee, das war nicht da. Das war da lang. Und kabäm. Und den Astor gefunden. Schön. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Oh, wie fies! Oh, wie fies, Spyro. Lass mir dir was erzählen. Oh, nö, danke. Ich habe keine Lust, dass du mir was erzählst. Oh. Aber wir haben schon 2 Level auf 100%. Och, das finde ich schön. So, ich glaube, ich werde noch ein Level machen. Ja, ich denke schon. Wir werden jetzt noch ein Level machen. So. Oh, ich habe vergessen, dass das da irgendwie im Handbuch, oder? Nee. Wo war das? Da gibt es verbrennende die rosa Tulpe. Ich habe die wieder nicht gefunden. Naja. Gut. Und die Gegner respawnen übrigens. Meine Katze gerade nie und. Keine Ahnung. Aber wir werden jetzt in das Level hier lang gehen. Wow. In dieses Level gehen. Ins dunkle Tal, weil hier werde ich ordentlich aufs Maul kriegen. Das weiß ich jetzt schon. Weil ich dauernd was auf den Kopf fallen. Oder ich dauernd irgendwie auf den Kopf geschlagen werde, weil ich so tollpatschig bin. Aber jedenfalls macht mir das Spiel mega Spaß und ich finde das so schön. Gut, wir haben schon 8 Drachen. Das finde ich toll und wir haben alles gefunden bis jetzt. Genau. Habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Eigentlich müsste man, glaube ich, die wieder rammen. Ja. Dieser Mega-Dude, der ist böse. Gut, ich werde jetzt hier erstmal die Kristalle holen. Oh, das machen wir dann. Guck mal. Ich kann ihn aus der Luft rahmen, die ist ja cool. Ups. Oh, na gut, da kann ich hier nichts machen. Was war das denn? Was war das denn? Och Gott. Hui. Ich hab Angst vor ihm. Ah, ich kann den nur andingsen, ne? Ja. Und Sparks ist blau. Okay. Froschi, hang den Schmetterling. So. Diese großen sind halt die schlimmen, ne? Komm, sie.
braucht euch doch hier nicht verstecken. Oh. Hallo, Elbin. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Danke für den tollen Tipp, habe ich schon herausgefunden, nachdem ich jetzt auf den Kopf gekriegt habe, weil der fette gegen Sturmresistenz anscheinend immun ist. So, jetzt haben wir wieder so einen großen, ja, genau. Ich gehe aber zuerst noch hier lang. Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab ihn schon getötet. Gut. Aber meint. Er hat jetzt gesehen. Ich hab mich nicht erschreckt. Nein. Darf mich anzupullen? Ja, ist okay. Au! Au! Au, er hat mich getreten! Kamera. Alter, was soll denn das? Ich verstehe nicht, wie ich die besuchen soll. Gibt's ja eigentlich auch irgendwie was? Nee. Okay. Lalalalala. Erstmal das hier alles einsammeln. Guck mal alle an. Ach, ich liebe dieses Spiel. Es macht mir so viel Spaß. Da ist der Schlüssel. Oh Gott. Ich dachte gerade, dass ich ins Wasser falle. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann da zack. So. Ja, okay. Hallo. Hallo, Oswin. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Das war doch kein Geheimnis. Und wir haben schon 10 Drachen. Aber was ist Aktion? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wohl nie erfahren. Oder vermutlich schon durchprobieren. So, gut. Dann holen wir uns gleich da vorne die Truhe. Uiuiui. Naja, vielleicht schaffe ich dann doch in der nächsten Folge das Fluglevel. Mal gucken. Ganz viel. Win. Wie viel haben wir hier? Ich denke mal, hier haben wir nur 100. Naja, dachte ich mir schon fast irgendwie. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwo was vergessen habe. Ich will zuerst den großen fertig machen. Und dann den anderen hat er erschlagen, ne? Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Gut. Da komme ich ja nur mit das Fliegen rüber. Sonst haben wir hier nichts drüber. Da oben war noch ein Hampelmann, habe ich gesehen. So, ich hole mir zuerst das hier. Und dann hole ich mir da drüben die Schatztruhe noch. Dann gehe ich. Guck mal, da drüben habe ich was vergessen. Haben wir noch ein Leben? Da hatten wir jetzt was, sonst habe ich hier nichts mehr, ne? Nein, perfekt. Gut, dann hole ich mir da noch den Kristall. Gut, die roten bringen einen, die blauen 5 und die roten. Blödi, Fetti. Bin ich sogar ein Frosch, ja. so. So. Ich glaube, mehr war hier nicht. Da müssen da oben noch 6 Stück sein. Also habe ich richtig viele verpasst irgendwo. Und ich wüsste dann nicht, wo die sein sollten. Aber ich, das sind noch ein paar. Darius!
Gegen große Gegner wie diesen Nork mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Okay. Gut. Habe ich alle? Ja, yeah, ich habe alle! Wuhu! Dann können wir nach Hause gehen. Schön. Ach, das freut mich. Das finde ich mega cool. Dann haben wir auch schon 3 Level sozusagen abgeschlossen. Wir haben jetzt Artisanen abgeschlossen, den Steinhügel und das dunkle Tal. Dann können wir in der nächsten Folge dann im gegebenenfalls das Fluglevel machen und das nächste Level. Cool. Perfekt. Das finde ich super und ich finde es auch einen gelungenen Start für die erste Folge von Spyro. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder in einer weiteren Folge von Spyro. Bis dahin. Ciao, ciao.